Hallo, Brüder und Schwestern. Ich sende euch noch mal ein klein wenig Frieden, ein klein wenig Ruhe. Schließt einfach eure Augen. Lasst die Energie auf euch wirken, die Unendlichkeit. Schaltet den Stress ab. Auch wenn es Beleidigungen gab, Angriffe auf eure Person, weil ihr vielleicht nicht etwas leistet, was ein anderer leistet, oder eben das Materielle zur Verfügung hat wie ein anderer Mensch. Schaltet ab, lasst es nicht mehr auf euch wirken, diese Angriffe, und macht euch klar, ihr seid genauso viel wert wie ein Wesen, das mehr oder weniger besitzt. Seid genauso viel wert wie ein Wesen, was mehr oder genauso viel leistet. Genauso wenig wie dieses Video irgendjemandem was beweisen will, müsst ihr in eurem Leben irgendjemandem was beweisen. Wichtig ist, dass ihr im Einklang seid, dass ihr in Zufriedenheit seid. Schließt die Augen und spürt, was in euch ist an Energie, an Ruhe, an Kraft. Schließt eure Augen und nehmt einfach die Unendlichkeit in euch auf. Das Gesamte, das Ganze. Und ihr seid ein Teil des Ganzen, dieser Unendlichkeit. Genauso wie die Unendlichkeit ein Teil von euch ist. Über die Hälfte der Menschheit ist nun mal auch eben materiellen Verfallen. Es bestimmt nicht über etwas Materielles, sondern es lässt das Materielle über sich bestimmen. Es lässt blinde Perfektionen über sich bestimmen und lässt diesen Zorn, diese Wut, den diese Menschen haben, auf andere aus, wie auch in verschiedenen Fällen auf euch, auf mich, auf uns. Sei nicht sauer, lass die Wut einfach raus, lass sie fließen und öffne dich für die Energie des Ganzen, dass es mehr gibt als dieses Materielle, als diese blinde Perfektion. Menschen, die dich als arm bezeichnen, weil du vielleicht Materielles nicht zur Verfügung hast, sind in Wirklichkeit arme Menschen, da sie nicht im Einklang mit sich sind. Ebenso auch Menschen, die ihren Perfektionsdrang über dich stellen und dich angreifen, sich mit dir messen wollen, dir etwas beweisen wollen. Sie sind nicht zufrieden mit sich. Sie sind nicht im Einklang mit ihrem Inneren, nicht im Einklang mit ihrem Geist, mit ihrer Zufriedenheit. Nicht im Einklang mit der Kraft, mit der Energie, nicht im Einklang mit den Unendlichen. Das Gesamte, das Ganze, ist ein Wechsel zwischen Ordnung und Chaos. Das, was wir hier versuchen, ist, das ganze Chaos, das um uns ist, ein wenig auszublenden. Uns ein wenig Ruhe zu geben und ein wenig Ordnung zu schaffen. Ein wenig die Verbundenheit wahrzunehmen, die wir haben. Eben zu spüren, dass wir ein Wunder und ein Teil des Ganzen sind. Dass wir etwas wert sind, dass wir viel mehr wert sind, als wie wir uns im Alltag bewusst sind. Wir sind nicht einfach nur eine Marionette, für Geld ihre Strippen zieht. Wir sind weitaus mehr. Es gibt viele Menschen, die neiden, viele Menschen, die hassen, viele Menschen, die ihren Zorn erliegen sind. Diese greifen an und bringen diesen Zorn, diese Unzufriedenheit, diese Wut auch zu uns. Davor bin auch ich nicht geschützt und muss mich verteidigen.
so wie ihr euch im Alltag auch verteidigen müsst gegen Angriffe. Angriffe durch materielle und blinde Perfektion. Angriffe durch Ansichten, die Menschen haben, die eigentlich nur Illusion sind. Illusion eines Momentes, den die Menschen sich aufbauen. Wir sind alle nicht weniger wert oder minderwertiger als Menschen, die Materielles sich zu eigen machen oder ihre blinden Perfektionen ausbauen. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind die Menschen, die sich nur im Materiellen noch messen können, die sich abhängig machen, die ihre blinde Wut und Energie fließen lassen, um eben blinde Perfektionsweisen aufkommen zu lassen, um sich nur zu messen, die armen Menschen, die Menschen, die nicht verstehen, dass sie eigentlich was wert sind. Sie haben ihren Wert abgeschaltet. Sie haben ihre Ruhe abgeschaltet, ihren Frieden abgeschaltet und ihn ersetzt durch Materielles und ihn ersetzt durch blinde Perfektion. Eigentlich habe ich Mitleid mit diesen Menschen, da sie sich abhängig machen, abhängig von materiellen Sachen, abhängig von blinden Illusionen, von blinden Perfektionen. Und nur noch ein Zwang darin sehen, sich zu messen und zu beweisen. Schalten wir ab. Schalten wir ab, und wenn es auch Angriffe gab, lassen wir sie fließen. Öffnen uns für das Ganze. Öffnen uns für eine Ruhe. Lassen uns nicht den Hass hingeben. Zorn, sondern wir öffnen uns den Frieden, den inneren Frieden, den geistigen Frieden und spüren für uns, dass es mehr gibt als diese materielle Welt, diese blinde Perfektionswelt und wir alle Teil eines Ganzen sind und dass ein Verständnis ist und ein Bewusstsein, was leider in dieser Gesellschaft noch nicht gegeben ist. Wenn etwas gegen eure Person und euer Leben agiert, habt ihr jedes Recht zu reagieren. Ihr habt ein Recht, euch zu verteidigen, euch zu schützen. Auch eben eure Würde. Euer Sein, euren Verstand, schützt ihn. Schützt euch auch vor den blinden Perfektionen. Nicht, dass das Materielle Besitz von euch ergreift, sondern dass ihr das Materielle beugt und biegt zu eurem Nutzen. Doch findet auch die Ruhe, findet den Frieden mit euch, findet den Weg, es zu spüren, es in euch fließen zu lassen, es in euch zu spüren, dass ihr Teil des Ganzen seid. Spürt auch das Ganze in euch. Es ist weitaus mehr als nur deine Stadt, dein Kapital. Es ist mehr als nur deine Familie, deine Freunde. Es ist mehr als nur deine Kinder, als nur deine Eltern. Es ist mehr als wie der Planet Erde. Es ist alles. Unendliche, das Unendliche im unendlichen All. Diese Energie ist auch in dir, diese Energie ist auch in uns allen. Und mein Glaube, den ich hier euch gebe, die Zufriedenheit, die Ruhe, ist natürlich auch kein Muss. Ihr müsst es nicht annehmen. Ihr könnt auch weiterhin den materiellen Glauben und auch dem blinden Perfektionsglauben folgen. Doch seid mal ehrlich, sehnt ihr euch nicht nach ein wenig Ruhe, ein wenig Kraft? Dann lade ich euch einfach hier ein, eine Pause zu machen. Sitzt ihr gerade in eurem Büro, am Arbeitsplatz und habt Pause?
dann nehmt euch ein wenig Zeit, um Ruhe zu tanken, um Kraft zu tanken, um auch wieder mehr Kraft zu haben für eure materielle Bedürfnisse, eure materielle Welt, für die Perfektionswelt. Schaltet einfach ab und versucht einfach in Einklang mit euch zu kommen, in einer Art Ordnung, in der ihr spürt und merkt, dass diese Unendlichkeit auch in euch ist, ein Teil von euch, dass ihr ein Wunder seid, dass ihr mehr seid als nur materielles oder auch blinde Perfektion. Dass ihr weitaus mehr seid, als euch etwas hinzugeben oder euch zu beugen. Dass ihr ein ganz kostbarer Teil des Ganzen seid. Und diese Energie ist in euch, diese Kraft ist in euch. Auch wenn ihr keine Arbeit habt, auch wenn ihr auf der Straße sitzt, seid ihr Teil des Ganzen. Die Kraft ist in euch, die Kraft ist um euch und ihr könnt sie jederzeit aufnehmen. Ihr seid ein Teil des Ganzen. Im Materiellen, in der blinden Perfektion geht es immer nur um Macht. Mir geht es hier nicht um Macht. Mir geht es um Zufriedenheit und Ruhe. Um den inneren Frieden. Darum eben auch zu spüren und zu erkennen, dass man nicht allein ist, sondern dass wir Teil eines Ganzen sind, dass das Ganze auch ein Teil von uns ist. Schließt die Augen und seid gewiss, ich will hier nicht im Einzelnen über den Wahnsinn des Materialismus reden, über den Wahnsinn von blinder Perfektion. Aber ich will es anmerken, da dieses ein Problem ist, was euren inneren Frieden aufrüstet, was euren Körper vergiftet, was euren Geist vergiftet, was eure Seele vergiftet. Ich will euch auch nicht euren Glauben nehmen, an welchen Gott oder welche Götter ihr auch glaubt, oder ob es eine Göttin ist, steht euch völlig frei. Es geht mir darum, dass ihr diese Unendlichkeit begreift, diese Energie, diese Kraft, mit der ihr jederzeit verbunden seid. Gebt euch etwas Ruhe, gebt euch etwas Frieden. Gib den Hass ab, gib den Hass auf anderes ab. Gib die Wut ab und lasst Frieden einkehren. Auch wenn es nur für den Moment ist, in dem ich hier dieses Video poste, spürt ein bisschen Zufriedenheit, ein bisschen Ruhe, spürt ein bisschen der Energie, die um euch ist, die in euch ist, spürt ein bisschen des Unendlichen, was um und in euch wirkt. Ich will auch niemanden hier seine Arbeit schlecht machen. Ich will auch niemanden sagen, dass er ein schlechterer Mensch sei, nur weil er arbeitet. Das ist nicht gegeben. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass ihr auch Ruhe spüren könnt, auch den Frieden spüren könnt. Dass eben das Materielle nur dienlich ist. Und eben nicht ihr Diener seid der Materialität. Dass eben auch eine Perfektion, wenn sie überhaupt gegeben ist, nur ein mini kleiner Moment ist, dann ist dieser Moment schon vorbei. Perfektion ist nicht greifbar, nicht erreichbar. Wenn man ihr hinterher rennt, dann macht man sich der Perfektion abhängig. Man macht sich selber einen Krampf, macht sich selber Unruhe. Genauso wie im Materiellen. Wenn man den Materiellen hinterher rennt, macht man sich abhängig. Man macht einen Kampf daraus. Und ich biete euch hier etwas Ruhe an.
Damit sage ich nicht, dass ihr total dem Materiellen entsagen sollt, aber versucht es euch doch dienlich zu machen und nicht Diener der materiellen Welt zu sein, sondern dass das Material euch dient. Genauso wie, dass ihr nicht versucht, der Perfektion hinterherzulaufen, sondern eben, dass ihr für euch einen empfundenen perfekten Moment festhaltet an euren Gedanken, an euren Herzen und die Freude daraus gewinnt, die Freude daraus zieht und nicht, dass ihr verfallt dem Zwang, diesen Moment ewig zu halten oder diesen Moment gleich wieder zu erschaffen. Es ist alles im Wandel, es ist ein Vergehen, ein Entstehen, es ist Ordnung und Chaos, in dem es auch wundervolle Momente gibt, die einem wie eine Perfektion vorkommen. Und diesen Moment sollt ihr im Herzen tragen, diesen Moment könnt ihr auch erleben. Aber versucht nicht, ihn zu erzwingen. Lasst ihn einfach kommen. Lasst diesen Moment der Perfektion für euch, den ihr so empfindet, oder die auch andere vielleicht mit euch empfinden, einfach kommen, lasst ihn in euch auf und versucht nicht, eine blinde Perfektion zu erreichen, versucht nicht, eine blinde Perfektion zu erzwingen. Es zehrt nur an eurer Kraft, es zehrt an eurem Willen, es zehrt an eurer Geistesfähigkeit. Es gibt euch keine Ruhe. Ich versuche hier euch Ruhe zu geben. Ich versuche auch nicht, euch eine Perfektion aufzubinden. Ich versuche nicht, euch etwas Materielles zu verkaufen oder Materielles zu geben. Ich gebe euch einfach nur die innere Ruhe, den Frieden, dass ihr spüren könnt, dass wir Teil eines Ganzen sind. Und dass das Ganze eben auch ein Teil von uns ist. Wir sind ein kostbarer Teil des Ganzen. Leben ist ein kostbarer Teil des Ganzen. Es mussten so viele Momente geschehen, so viele spezielle Momente, so viele Ereignisse im Universum, dass unser Leben überhaupt möglich ist. Es ist ein Wunder. Aber es ist nicht einzigartig. Wir sind zwar einzigartig in unserer Spezies, aber es wird auch woanders, in diesen unendlichen Weiten, zu eben Momenten gekommen sein, zu Leben, durch eben Einflüsse, die dieses Universum durch Ordnung und Chaos geschaffen hat. Ist noch mehr dazu möglich und nötig auch, dass eben aus diesem Leben dann auch ein intelligentes Leben wird, dass es sich entwickelt, Entwicklungen durchläuft und auch die Möglichkeit hat, sich zu entfalten, ein Bewusstsein zu entwickeln, ein Bewusstsein auch zu erweitern. Und darum geht es auch hier. Die Menschheit, wie wir sie heute kennen, in der jetzigen Realität befindet sich in einer Bewusstseinsebene, in der es sich im Materiellen und blinder Perfektion gefangen hält, wo es stehen bleibt, wo es sich nicht mehr ausbreitet im Unendlichen, sondern nur auf dieser materiellen Erde, um eben auch die materiellen Nutzen daraus nur zu ziehen. Es ist viel mehr möglich. Es wäre auch schon viel mehr möglich, weil die Menschen sind jetzt gerade an einer Bewusstseinsebene, wo es überschwappt. Wo es überschwappt zu einer weiteren Bewusstseinsebene, die auch sagt, dass es mehr gibt. Dass das Leben auch außerhalb dieses Planeten unserer Erde sich entfalten kann. Dass man Leben auch bestimmen kann. Dass wir auch schaffen können. Dass wir Lebensraum in den unendlichen Weiten schaffen können. Das mag für einige wie Science Fiction klingen. Es ist aber Leben.
Das Leben will sich ausbreiten. Es will sich schützen, es will sich sichern, es will sich vermehren. Und dieser Planet Erde wird nicht ewig bestehen. Das Leben aber von dieser Erde hat die Möglichkeit und auch das Bewusstsein, sich woanders in diesen unendlichen Weiten des Universums anzusiedeln. Wir haben die Möglichkeit. Wir sind dabei, auch dieses Bewusstsein zu ermitteln, ein Teil des Unendlichen zu werden. Das ist auch unser Zweck, unser Sinn, der Sinn des Lebens, einfach zu leben, das Leben zu schützen, das Leben zu vervielfältigen und zu verbreiten. Und eben auch in einem Bewusstsein, dass wir dies in Frieden tun, dass wir, wenn wir auch auf anderes Leben treffen, es nicht zerstören oder bekriegen, sondern dass wir im Einklang mit dem Ganzen uns ausbreiten. Schließt einfach eure Augen, lasst die Energie in euch wirken und merkt, dass ihr nicht alleine seid, dass ihr eben Teil des Ganzen seid und eben wir ein Bewusstsein entwickeln, was wichtig ist, auch für unseren Fortbestand. Ich weiß, dass durchaus es Leute geben wird, die so viel innere Unruhe und Unzufriedenheit haben, dass sie sich hier drüber lustig machen. Oder auch vielleicht auch wieder Angriffe starten gegen mich und meine Person. Aber ich habe die Ruhe. Sie können mich armselig nennen oder arm oder sonstiges an Beleidigungen mir geben. Ich bin reich im Inneren. Denn ich habe die innere Ruhe. Ich habe den inneren Frieden. Und will euch auch ein bisschen davon geben. Auch den Leuten, die mich angreifen, biete ich es an, die innere Ruhe zu finden, den inneren Frieden zu finden und eben auch ein wenig Teil des Ganzen zu sein. Und ich weiß auch, dass einige es dann als Scherz sehen oder auch eben mit Drogen in Verbindung bringen. Nein, um ein ruhigeres und klareres Bewusstsein zu erreichen, um ein Bewusstsein zu erreichen, dass man mehr Ruhe hat, mehr Zufriedenheit und auch mehr Kraft, braucht man keine Drogen. Drogen sind auch nur eine Illusion. Sie schalten eben kurz einfach Synapsen ab, schalten andere Synapsen frei. Sie verwirren eigentlich euren Geist, sie spielen mit euch. In dem Moment kontrolliert ihr nicht ein Bewusstsein oder fügt euch ein Bewusstsein zu, sondern diese Drogen spielen mit eurem Bewusstsein. Sie erweitern es nicht. Sie spielen mit den Gegebenheiten in eurem Gehirn, in euren Synapsen, in eurem Verstand. Um wirklich zu eurem Bewusstsein zu erweitern, lade ich euch gerne ein. Für eine Zeit, es muss nicht viel sein, aber eine Zeit, die ihr euch nehmt, indem ihr einfach ein wenig abschaltet, zur Ruhe kommt, indem ihr es auf euch wirken lasst, dass ihr Teil des Ganzen seid. Und eben auch, dass diese Unendlichkeit, dieser Teil um euch, dieser Teil von Chaos und Ordnung, eben auch ein Teil von euch ist.